Willkommen zu Teil 2 Einheiten umrechnen für Dummies. Wenn du den ersten Teil noch nicht gesehen hast, dann guck den bitte erst an. Hier geht es nämlich jetzt weiter mit weiteren 5 Aufgaben, die ich ausführlich für dich erkläre, damit du alles schön Schritt für Schritt nachvollziehen kannst, damit die nächste Physikprüfung kein Problem wird. Viel Spaß! So, dann gehen wir jetzt ausführlich die 5 Aufgaben durch. Und wenn du noch andere Aufgaben hast, die du gerne erklärt haben möchtest, dann schreib die gerne in die Kommentare. Dann notiere ich mir das und berücksichtige das in den nächsten Videos. Wenn das nämlich gut ankommt, dann werde ich ja nicht nur Teil 2 von 2 machen, sondern eventuell eine neue Serie. Also, wenn dir das gefällt, dann lass mich das wissen, damit ich weiß, ob ich dazu noch mehr drehen soll. So, dann gucken wir uns das erste an. Also jetzt sollen wir 5 Quadratdezimeter in Quadratmillimeter umrechnen. So, und da schreiben wir uns das auch erstmal wieder schön ausführlich hin. Also mal Dezimeter und das in Klammern zum Quadrat. So, und jetzt rechnen wir um. Nur das, was hier drin steht, Dezimeter. So, und wir wissen, ein Dezimeter sind 10 Zentimeter und 10 Zentimeter sind 100 Millimeter, das kennen wir, ne? Also können wir hier schön 100 Millimeter zum Quadrat in die Klammer schreiben. So, und das Quadrat bezieht sich jetzt einmal auf die 100, also 100 Quadrat und auf Millimeter. Wir wollen es ja in Millimeter haben, deswegen lassen wir hier die 10 hoch minus 3 unangetastet, ne? Also kann man sich das hier quasi auch nochmal so als Package vorstellen. So, und wir können hier für 100 können wir auch schreiben 10 hoch 2. Also ich könnte hier auch anstatt der 100 einfach hinschreiben 10 hoch 2. Und dann hätte ich wieder Potenzgesetz, wenn ich die 2 da reinziehe, 10 hoch 4. Also 5 mal 10 hoch 4 Quadratmillimeter. Also ein Quadratdezimeter sind 5 mal 10 hoch 4 Quadratmillimeter. So, und jetzt gucken wir uns an, Hektopascal in Bar wollen wir jetzt berechnen. So, und da schreiben wir uns das auch wieder mal um. Also wir haben 10 hoch 3. So, jetzt musst du wieder Präfixe kennen. Hekto. Hekto ist 100, also 10 hoch 2 Pascal. So, jetzt wieder Potenzen. So, die Exponenten, wir haben gleiche Basis, also können wir die einfach plus rechnen. Also haben wir 10 hoch 5 Pascal. So, und da wissen wir, 10 hoch 5 Pascal ist ein Bar. Also können wir dafür ein Bar schreiben. So, und jetzt wollen wir das noch in Millimeter Quecksilbersäule haben. Und dann haben wir 750 Millimeter Quecksilbersäule. Also das sind Werte, die du dann ja, dir auswendig lernen musst oder schreibst du das auf die Formelsammlung. So, das nächste, was auch häufig drankommt, sind Temperaturen. Ganz oft, ne? Dass in den Aufgaben Grad Celsius gegeben ist, aber du musst natürlich in die physikalische Formel die SI-Einheit einsetzen, also Kelvin. So, und wir kennen ja 0 Kelvin, absolute Nullpunkt, keine Bewegungsenergie mehr und ist in Grad Celsius minus 273,15. Lassen wir jetzt mal hinten fallen. Das ist egal, spielt jetzt erstmal keine Rolle. Wir wollen das nur gucken, wie man das genau umrechnet. Und zwar sehen wir dann direkt die Umrechnung von Kelvin in Grad Celsius müssen wir minus 273 und umgedreht plus 273. So, und jetzt haben wir hier von Grad Celsius in Kelvin. So, Grad Celsius und Kelvin, das heißt plus, also haben wir 373 Kelvin. Genau, das easy peasy, ne? Das kannst du einfach umrechnen mit diesem Faktor hier und dann hast du das. Und bei Temperaturdifferenzen ist Grad Celsius und Grad gleich. Also Grad Celsius und Delta Kelvin, das ist dann immer gleich. So, und jetzt wollen wir umrechnen. 40 mal Meter hoch minus 1, das ist eine Angabe, die kommt auch häufig vor, auch in Klausurtextaufgaben oder in Übungsaufgaben. So, und dann müssen wir das nämlich erstmal umschreiben. Also 40 mal, so und hoch minus 1, das können wir umschreiben zu 1 durch Minute. So, und jetzt wird hier plus 1, das lassen wir aber einfach weg. Das ist auch wieder ein Gesetz. 1 durch x hoch n ist gleich x hoch minus n. Also das haben wir jetzt angewendet. Also auch wieder Potenzgesetz. Also siehst, ne, diese Mathe-Grundlagen früher aus der Schule, die sind sehr, sehr wichtig.
Also Integral, Differentialrechnung kannst du wegpacken, brauchst du nie wieder diesen Quatsch. Also kein Quatsch, ne? Aber für euch ist das unnötiger Ballast. Was du brauchst, sind einfach nur die Basic. Potenz rechnen, Bruch rechnen, Einheiten umrechnen, Formeln umstellen, solche Sachen brauchst du. Das ist nämlich essentiell und wichtig und das brauchst du natürlich auch später, ne? Also diese Grundlagen, das ist schon wichtig, dass man die beherrscht. So, und dann haben wir 40, 1 durch. So, und jetzt wollen wir Minute. Hertz müssen wir jetzt noch wissen, dass das 1 durch Sekunde ist. Das heißt, wir müssen hier 60 Sekunden hinschreiben. So, dann können wir hier noch kürzen durch 10. Also haben wir 4 Sechstel mal 1 durch Sekunde, haben wir 4 Sechstel Hertz. Also 1 durch Sekunde entspricht Hertz. So, und jetzt haben wir noch 5 Mikrometer in Zentimeter. So, und da schreiben wir das auch wieder ausführlich hin. Da musst du Präfix wieder kennen, Mikro. Wir schreiben hier, ich schreibe das nochmal ganz ausführlich hin, mal dazwischen. So, und das hier ist ja einfach wieder nur ein Platzhalter, ne? Mikro haben wir, Mikrometer, 10 hoch minus 6, mal Meter. So, und dann wollen wir das aber in Zentimeter haben. Zenti, Präfix, musst du auch wieder wissen, ist 10 hoch minus 2. Das heißt, wir müssen hier 10 hoch minus 4 mal 10 hoch minus 2 daraus schreiben, weil wir auf 10 hoch minus 2 kommen wollen. Also die 10 hoch minus 6 haben wir quasi auseinandergesplittet, auseinandergezogen. Meter. So, und das hier entspricht dann Zenti. Also haben wir 5 mal 10 hoch minus 4 Zentimeter. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn du mehr davon haben möchtest, wie gesagt, schreib das gerne in die Kommentare. Wenn du mich noch nicht abonniert hast, würde ich mich sehr freuen, wenn dir die Videos weiterhelfen, dass du mich abonnierst, einen Daumen nach oben lässt. Ich bin für jede Unterstützung sehr dankbar. Und wenn du komplett durchdrehen möchtest mit Physik, also wenn du bald eine Prüfung schreibst und noch mehr Input brauchst, so schnell wie geht, dann habe ich unten einen Link für dich. Da kannst du ein Gratis-Seminar und ein Gratis-Skript runterladen. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Ich bin Robert, dein Physik-Coach. Ciao.